In England schwimmen gehen? Besser nicht. Also ich jedenfalls gehe hier nirgendwo mehr baden. Und warum nicht? Weil man dabei ernsthaft seine Gesundheit riskiert. Seit in den 90ern hier die Wasserwirtschaft privatisiert wurde, versinkt die Insel buchstäblich im Dreck. Es gibt Bilder wie hier aus Whitstable vom Meer. Ich zeige euch die einmal. Die will man eigentlich lieber gar nicht sehen. Bilder vom Strand hier, wo regelmäßig tausende Liter mit ungeklärtem Abwasser einfach so ins Meer gepumpt werden. Ich konnte das alles erst gar nicht glauben und deswegen sind wir einmal dahin gefahren, ans Meer nach Whitstable und ja, seid froh, dass man im Fernsehen nicht riechen kann. Eigentlich ist Whitstable ein idyllischer Bade- und Hafenort, nur 1,5 Stunden östlich von London, weshalb die kleinen Strandhütten hier pro Stück um die 70.000 Euro kosten. Das Ganze hat nur einen Schönheitsfehler, den man aber nicht sehen kann. Es stinkt. Denn wann immer es stark geregnet hat, leiten die Wasserfirmen ungefilterte Fäkalien in den Hafen und damit ins Meer. Für die Fischer wie Graham, die hier die berühmten Whitstable-Austern züchten und verkaufen, ist das ein Riesenproblem. It's incredible amount of releases. Every time it rains, Andy just asked me, just now the fisherman I was working with just now, when am I getting water? Seine Austern kann er so nicht mehr direkt verkaufen. Er muss sie jetzt mindestens 72 Stunden lang reinigen. Ein vorgeschalteter Filter desinfiziert das Meerwasser, damit die Fäkalienreste aus den Austern herausgespült werden. Ein Riesenaufwand. Which means more money, more electricity, more time, less coming through here. In the past, in a week this sort would have 40,000 oysters go through it. Heute sind es maximal 5.000 pro Woche. Auf Dauer überleben kann er so nicht, sagt er uns. Noch weit dramatischer ist es am Strand. Überall, wo diese auf den ersten Blick unschuldigen Hütchen aus dem Wasser ragen, sind Rohre verborgen, aus denen die privatisierten Wasserfirmen ganz legal Exkremente ins Meer leiten dürfen, wenn das Abwassersystem überlastet ist. Ed und Catherine sind Mitglieder einer lokalen Initiative, die das ändern will. Sie inspizieren die Rohre regelmäßig. Denn es handelt sich nur um eine Ausnahmegenehmigung. If it's been raining heavily, then we expect a release. Yeah. But those licenses were created and they only expected them to be able to or need to release about 8 times a year, yeah. Which I mean that happens within a couple of weeks here. Yeah. Und selbst heute bei ganz normalem Wetter kommt aus dem Rohr eine ekelhaft stinkende braune Brühe. There has still always been sewage coming through this pipe, so there is always going to be those bugs that come along with it. Since the industry was privatized in 1989, the industry have taken £70 billion in dividends. So that money could have paid for these bill increases, it could have paid for the investment that we need to fix this issue. And what we're effectively seeing is corporate greed on a national scale, which is being passed down onto the consumers. So we're being punished for their lack of ability to run their companies properly. Die richtig großen Sauereien, erklären sie mir, passieren aber immer bei Flut, damit sie möglichst unbemerkt bleiben. Bilder wie hier aus Whitstable gibt es so ähnlich von lokalen Protestgruppen aus ganz England. Gelegentliche Strafzahlungen stecken die Firmen locker weg. Und so kam es allein im vergangenen Jahr 400.000 Mal dazu, dass ungeklärtes Abwasser in die englischen Meere und Flüsse abgeleitet wurden. Und das auf einer Insel, deren Bevölkerung bei jedem Wetter ins Meer geht. Selbst in diese Brühe, da sind sie unerschrocken, die Engländer. Wie die Blue Tits. Frauen, die sich seit der Pandemie regelmäßig am Strand treffen, um physisch und vor allem mental fit zu bleiben. Das kalte Wasser helfe gegen alles, sagen sie, gegen Angstzustände und Arthritis. I just take the risk. The risk is worth the payoff. But yeah, well, I don't put my mouth in it and I haven't got sick from it. Und ab geht's bei 9 Grad Wassertemperatur. Blue Tits heißen sie nicht umsonst. Definitely. Yeah, we look like mummy swimmers. But it's fair that we can't do that because of someone else's process that we have no control over. I need to donate. So it's hard.
Beim Aufwärmen danach aber kommt auch das tiefe Gefühl der Machtlosigkeit durch, das immer mit hinter der englischen Unverwüstlichkeit steckt. Da die Wasserfirmen erklärt haben, eine Reparatur der Rohre dauere Jahre, bleibt ihnen nur, sich damit jetzt zu arrangieren. This water is unclean and you get E. coli. It doesn't just sit there for a 24-hour bug. It can sit and fester and cause all kinds of long-term problems in the gut and it can keep recurring. So you have to think about everything. Like when my daughter was getting married, I have to make sure that I don't have a swim because I don't want to get ill. Es gibt in Whitstable aber auch Frauen, die keine Kompromisse mehr machen wollen, wie Elaine. Sie boykottiert seit neuestem ihre Wasserrechnungen. As far as I'm concerned, I paid them. I am old enough to have paid water bills since privatization. They got the companies free and debt-free. We have paid for them to clean our water and they have not done it. They have just dumped it in the sea illegally. So you no need to pay anymore. Why should I pay again? I'm not going to. Bislang sind es nur einige wenige, die so radikal sind. Aber Elaine reichte es, nachdem die Rechnungen jetzt auch noch drastisch erhöht werden sollen. I haven't ever really wanted to, you know, go to prison or I definitely don't want all my belongings taken away. Yeah. But it's worth it? We can make a difference. We are making a difference. It's not enough, but it's changing. And if we all did it, you see what we would do. We would beat them. Noch ist der Kreis der aktiven Widerständler ein kleiner. Ein lokaler Künstler hat ihnen am Strand ein Denkmal gesetzt aus Beton. Denn wenn sie hier einmal wütend werden, dann hält sich das. Ihre Forderung, die Wasserfirmen müssen wieder verstaatlicht werden. Absolutely, they don't deserve any compensation because they've already had it. They've already had all their dividends. The amount that they're in debt, funnily enough, kind of equals up to the amount of dividends that they have been paid. I think we're even. Why? Why should people make money from the most fundamental things, clean water out of our tap? Why should that be? They'll sell us the air next if we let them. Tatsächlich haben die privaten Wasserbetreiber seit den 90ern mehr als 70 Milliarden Euro an zufriedene Aktionäre weitergegeben, während das Land heute buchstäblich im Dreck versinkt. Bis die Briten hier wieder sorgenfrei baden können, wird es Jahrzehnte dauern. Aber selbst wenn der Staat am Ende das marode System wieder übernehmen würde, die Kosten dafür trägt dann doch wieder der Steuerzahler.